In unserer heutigen Folge wollen wir uns ein weiteres Flugzeug bauen, und zwar die Stuka. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit dem Weltkrieg befasst hat, kennt dieses Flugzeug, besonders wegen diesem typischen Sound. Ein wirklich schönes Flugzeug, und das wollen wir uns heute basteln, von daher schnappt ihr deine Blöcke und auf geht's. Für den Start holen wir uns ganz einfach wieder ein bisschen gelben Beton raus, grüner Beton, am besten dann auch noch die grüne Keramik, da machen wir so ein bisschen so einen kleinen Mix. Dann holen wir uns noch weißen Beton raus, schwarzer Beton. Als Glas empfehle ich heute wieder das schwarze Glas, dann holen wir uns noch dunkle Prismarien-Treppen einmal raus, davon dann natürlich nochmal die Stufen und eine Birkenholztreppe. Wir fangen dann erstmal an, dass wir uns vorne zweimal gelben Beton platzieren. Nehmen wir dann einfach erstmal den grünen Beton und setzen uns dann da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke einmal ran. Dann einmal weißen Beton, dann schwarzer Beton, daran dann nochmal zweimal grünen Beton und dann setzen wir nochmal so schräg darauf nochmal zweimal grünen Beton. Vor unserem weißen Beton lassen wir zwei Blöcke Platz, setzen noch einmal grünen Beton hin. Da können wir auch gleich schon mal unser Glas setzen, zwei vorne und einen hinten. Wir kommen nochmal hinten zum Heck, hier drauf setzen wir jetzt noch einmal schwarzen Beton und ganz hinten setzen wir dreimal gelben Beton nochmal ran. Jetzt geht es daran, dass wir schon unsere Prismarin-Treppen und Stufen verwenden. Wir fangen dann erstmal mit der Treppe an. Die setzen wir einmal hier, einmal hinten rein. Einmal oben drauf. Da könnt ihr auch gleich eine Birkenholztreppe hinten ransetzen. Nochmal eine weitere Prismarin-Treppe hier voran. Lasst diesen Block frei und setzt hier dann nochmal eine weitere Prisma-Stufe. Vor unserem Glas setzen wir auch noch eine weitere Stufe. Hier unter unseren ersten grünen Beton auch nochmal eine. Dahinter dann eine Treppe. Dann dahinter einen Block. Zwei Blöcke Platz lassen. Dann setzen wir eine Treppe hier hin und dreimal nochmal unsere Stufen bis halt zum schwarzen Beton. Nun wollen wir die Tragflächen auch machen. Wir setzen jetzt einfach hier auf der Höhe oder bei unseren Fenstern hier vorne drei weitere Stufen da einmal hin. Dann gehen wir einmal nach vorne und setzen jetzt hier eine Fünferreihe. Die ist aber ein bisschen weiter nach unten gesetzt. Gleich daneben gehen wir wieder eine Reihe weiter höher und setzen jetzt hier vier Stufen hin. Das machen wir gleich auf eine zweite Reihe. Dann gehen wir wieder eine weitere Reihe nach oben. Setzen hier jetzt aber nur drei Stufen hin, auch wieder auf eine Zweier. Und dann machen wir hier nochmal einmal so einen Winkel nach außen. Diesen Flügel bauen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Also zuerst drei Stufen hier hin. Dann gehen wir einmal so einmal ein bisschen tiefer. Setzen uns dann hier einfach einen Fünfer hin. Dann gehen wir wieder einmal höher. Setzen uns jetzt, dann müssen wir von vorne gucken, dass wir hier an sich nur vier Stufen haben auf eine Zweier Dicke. Und dann gehen wir wieder einmal nach oben. Machen jetzt aber hier nur ganz einfach drei Stufen hin. Oh, wieder zweimal. Und dann machen wir hier vorne einfach wieder so einen Winkel rein. Puh, jetzt habe ich mich hier verguckt. Andersrum. So in etwa. Wenn wir die beiden Flügel dann soweit fertig haben, sind wir noch nicht ganz fertig. Wir nehmen nochmal unsere Prismastufe raus, setzen die schräg vor unsere Treppe einmal hinten einmal ran, wechseln dann nochmal zu den Treppen, fliegen jetzt vorne einmal zu unseren Tragflächen und tauschen hier die ersten zwei Stufen bei unserer Fünferfläche durch Treppen aus. Und zwar machen wir die Treppen so, dass sie sich mit Rücken an Rücken einfach anlehnen. Auf der anderen Seite auch. Wir haben hier unseren Fünfer. Vorne die zwei schlagen wir weg und setzen da einfach zwei Treppen ran, ne? Die sich einfach so miteinander halt berühren am Rücken. Super. So, jetzt können wir noch eine Sache machen, und zwar haben wir ja noch die grüne Keramik. Die kannst du jetzt nehmen, um dir hier so ein kleines Tarnmuster nochmal hier ein bisschen reinzuhauen. Wie du jetzt hier wo welchen Block hier austauschst, ist ganz dir überlassen. Mach das willkürlich und fertig. Weiter geht's hier bei uns mit neuen Blöcken. Wir holen uns mal die Birkenfalltüren raus. Davon auch die Stufen bitte. Dann ein paar Prismazin-Ziegelstufen. Dann holen wir uns polierte Schwarzsteinstufen raus. Dann nochmal eine Schwarzeichenfalltür. Dann holen wir uns eine Eisenfalltür raus. Grüner Teppich. Einen Schleifstein. Und Eisengitter. Verbauen wir erstmal unsere Birkensachen. Und zwar möchte ich mir Birkensachen gerne hier vorne erstmal anlegen. Also eine Falltür ganz vorne. Zwei Stufen dahinter rauf. Und nochmal hier zwei Stufen darunter. Dann gehen wir mal auf die Rückseite, denn ich wollte mir hier hinten auch nochmal eine weitere Stufe untersetzen. Und zu den Falltüren wollte ich gerne mir hier an der Seite einfach mal hier diese drei Stufen an der Seite nochmal austauschen durch meine Falltüren. Fangt am besten so an, dass ihr außen zuerst setzt, dann müsst ihr hier nicht sneaken und könnt das alles ganz gelassen hier platzieren. Weiter geht's jetzt mit unseren Prismarin-Ziegelstufen. Da tauschen wir jetzt ein bisschen was an den Flügeln aus. Und zwar, wir haben ja, sag ich mal, hier unsere Viererfläche. Da machen wir einfach drei Stufen hier vorne rein und eine nochmal hier hinten einmal rein. Auf der anderen Seite spiegelverkehrt bitte auch nochmal. So, jetzt kommt hier so ein bisschen das Tarnmuster rein. Und eine weitere Stufe platzieren wir einmal hier hinten und nochmal eine hier vorne ran und eine so, ups, so schräg davon nochmal. Andere Seite auch, eine hier ran und schräg davon nochmal.
Nun geht's weiter mit den polierten Schwarzsteinstufen. Die wollen wir jetzt einfach nur zwei jetzt hier so schräg einmal platzieren. Auf der anderen Seite spiegelverkehrt natürlich dann auch nochmal und dann haben wir die verbaut. Schnapp dir jetzt mal deine Schwarzeichenfalten. Die wollen wir jetzt unter unserem Flugzeug noch ein bisschen platzieren. Du kennst ja noch diese drei Stufen, die wir jetzt am Anfang gesetzt haben. Da wollen wir jetzt fünfmal unsere Falte untersetzen. Wir machen das immer mal synchron auf der anderen Seite gleich mit. Wo haben wir die? Hier. 1, 2, 3, 4 und 5. Einmal darunter. Dann gucken wir jetzt, sag ich mal, hier so ein bisschen ran. Und zwar hier bei den Prismarinen-Stufen setzen wir jetzt zweimal eine Falte und einmal noch zur Seite weg. Andere Seite auch. Hier drunter und zack, einmal zur Seite weg. Eine weitere platzieren wir auf der Rückseite, gleich hier hinter unserer Stufe, zack, eine Falltür hin. Zum Schluss setzen wir nochmal zwei weitere. Eine jetzt, sag ich mal, hier unter der Treppe und auf dieser Treppe, also unter dieser Treppe, setzen wir auch noch eine Falltür. Dann könnt ihr schon eure Eisenfalltüren einmal rausholen. Und zwar platzieren wir jetzt hier, müsste ich mir vielleicht kurz mal so einen Ersatzblock mal hinsetzen. Und zwar möchte ich mir hier drunter einmal so zwei Eisenfalltüren setzen. Da wollen wir ja später noch die Bomben einmal reinbauen. Und dann möchte ich mir auch noch Eisenfalltüren, würde ich mal sagen, ups, da setzen wir jetzt erstmal hier noch ein Gitter drauf. Dann können wir hier einmal eine Eisenfalltür draufsetzen und einmal hier hinten drauf. Das wollen wir später noch verbinden mit einem Kabel. Aber bevor wir das haben, wollen wir noch erstmal die Blöcke hier weitersetzen. Also Eisenfalltüren einmal hinten ans Heck nochmal. Und dann schnappt ihr euch gleich mal den Schleifstein und könnt den jetzt einmal unter unserer vordersten Treppe hier einmal platzieren. Das ist dann so ein bisschen das Fahrwerk, was wir hier haben. Danach bleibt nur eine Sache übrig, und zwar unser Teppich. Wir arbeiten uns am besten von hinten nach vorne einmal. Und zwar hier hinten einmal setzen wir uns hier einfach dreimal Teppich hier auf unsere Tragfläche. So, hier hinten auch am Heck. Dann würde ich sagen, eine noch auf unseren weißen Beton könnt ihr euch einmal setzen. Und auf den Flügeln wollen wir auch noch mal ein bisschen Teppich verteilen. Ich lasse hier hinten mal den Zipfel mal frei. Und dann mal jetzt hier oben drauf auch nochmal was, auch auf den Falltüren. Und dann wäre der Tragflächen hier auf der Seite fertig. Machen wir nochmal auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So, hier hinten den Zipfel lasse ich mir frei. Und hier lasse ich mir eigentlich nur halt die schwarze Stufe frei. Um unseren Bomber jetzt abzuschließen, kommt noch ein bisschen Kleinzeug. Ich glaube, das erkennt man ganz gut, was jetzt hier kommt. Fangen wir erstmal an, dass wir vorne uns natürlich den Motor einmal bauen. Da setzen wir jetzt erstmal hier auf beiden Seiten bei unserem Beton zwei Hebel an. Dahinter nochmal einen Knopf. Ganz vorne wollen wir jetzt den Propeller machen. Nehmt dafür einfach einen Wilva-Skelettkopf. Und dann nehmen wir auch noch ein paar Glasscheiben. Immer die Farbe, die jetzt, sag ich mal, auch schon für euer Cockpit genommen hat. Bei mir ist das jetzt einfach mal schwarz. Habe ich jetzt hier noch ein bisschen Redstone. Das wollte ich mir jetzt verkerben hier hinten. Man kann auch gerne Faden nehmen, wenn man möchte. Ansonsten nehmt ihr euch Barriereblöcke oder jetzt hier konstruktionsleere Blöcke, heißt auch Voidblöcke. Und darauf kann man super hier einfach mal Redstone sich setzen. Und dann ist das hier hinten mit Heck, also mit dem Heck verkabelt, ne, dass man dann hier gut lenken kann. So, die Steuerung haben wir schon mal, Motor haben wir auch. Was fehlt noch? Ein bisschen Bewaffnung. So, da kommen wir mal dazu. Also, bei unserem Bomber ist hinten auch nochmal ein extra MG dran. Ne, falls uns wer verfolgt, dann kann man die abschießen. Trotzdem statten wir auch nochmal hier unseren Bomber ein bisschen aus mit weiteren Geschützen vorne. Man kann jetzt gerne nur einmal so Zaun drauf sich hier platzieren, aber ich finde das irgendwie besser, wenn wir uns, jetzt muss ich hier erstmal treffen können. Ein paar Versuche und ich habe jetzt hier vorne mein eines Geschütz dran. Also ich mache jetzt hier einfach drunter zweimal mir hier, mein Zauntor hin. Obwohl, warte mal, ich nehme mal kurz den Block hier als Hilfe. So, das geht viel einfacher. So, meine zwei großen Geschütze hier einmal dran. Einmal das hintere Geschütz. Und dann haben wir noch unsere Bomben. Dafür nehmen wir einfach Ambosse. Und setze ich mir einfach hier unten einmal ein. Ganz hinten am Heck machen wir uns nochmal so. Jetzt hier ein Wilva-Skelettkopf, meinte ich. So, hier einmal an so einen Block ran. Und den, zack, Block tauschen wir dann einfach aus durch den Hebel. Das ist dann einfach nochmal so das hintere Rad, was wir hier haben. Danach könnt ihr dann einfach eure Blöcke wegtun. Und fertig, habt ihr euren Bomber. Die Stuka ist fertig und kann jetzt über euren Server fliegen. Es sieht natürlich immer schöner aus, wenn ihr euch mehrere Flieger macht. Hier habe ich jetzt zum Beispiel nur zwei hingesetzt. Und gleich daneben sind natürlich unsere, sag ich mal, ja, Unterstützungsjäger, unsere Messerschmitts. Und daher brauche ich jetzt hier nicht so viele Bomber, weil ich denke mal, unsere Jäger, die halten schon alles, ja, vom Leibe, was uns, sag ich mal, irgendwie vom Himmel schießen will, ne? Ich hoffe, du bist jetzt wie immer zufrieden mit dem Tutorial. Jetzt hast du deinen eigenen Bomber auf der Welt. Jetzt kannst du deine Territorien noch besser verteidigen. Und wenn du noch weitere solcher schönen Videos sehen willst, dann schau einfach mal in der Infobox. Da verlinke ich dir nochmal ein paar weitere Flugzeuge und auch noch Fahrzeuge, wenn du Lust darauf hast. Andernfalls bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao!